Getreideernte in Niedersachsen, damals und heute. Getreide gilt seit Jahrtausenden als Hauptnahrungsmittel für Menschen und Haustiere. Früher erfolgte die Ernte während der Gelbreife des Getreides von Hand mittels Sichel, Sichte oder Sense. Heute hingegen erfolgt die Getreideernte fast ausschließlich mit Hilfe von Mähdreschern. Diese mähen das Getreide, dreschen es aus und reinigen das ausgedroschene Korn. Das Stroh wird entweder als Schwad auf dem Feld abgelegt und danach zu Strohballen gepresst oder gehäckselt und gleichmäßig auf dem Feld verteilt. Früher banden die Bauern die abgemähten Getreidehalme zu Garben zusammen. Diese Garben wurden anschließend auf dem Feld als Hocke, Hauste, Puppe oder Stiege zum weiteren Trocknen und Abreifen aufgestellt. Die Mäharbeit war in der Regel die Aufgabe der Männer, während das Binden der Garben hingegen von Frauen erledigt wurde. Der Erntebeginn wird vom Landwirt durch Überprüfung mehrerer Faktoren und Erfahrungswerten bestimmt. Dabei spielt das Wetter die größte Rolle. Ein weiterer Faktor ist der Feuchtigkeitsgehalt des Getreides. Der deutsche Maler und Dichter Robert Reinig würdigte im 19. Jahrhundert die lebenswichtige Arbeit der Landwirte in einem historischen Gedicht. August, Erntelied. Nun ist es reif, das Ährenfeld, das ich so oft mit Freuden sah. Der Schnitter mäht, die Ähre fällt, bald steht die dürre Stoppel da, doch wird das Ährenfeld auch leer. Die Scheuer füllt sich ja mit Garben, und Korn und Brot gibt's umso mehr, nun darf der Hungrige nicht darben. Der niedersächsische Landwirt Jörg Möller aus dem Weserbergland bei Rinteln hatte Glück und ist trotz der diesjährigen Trockenheit zufrieden mit seiner Gerstenernte. In schlechten Jahren fährt er 70 Doppelzentner Gerste pro Hektar ein. In diesem Jahr liegt der Ertrag bei etwa 85 Doppelzentnern. Die Trockenheit ist für viele Bauern ein großes Problem, aber nicht das einzige. Immer strenger werdende Auflagen bedrohen nicht nur ihre Existenz, sondern auch die allgemeine Ernährungssicherheit. Wenn Sie mehr über Niedersachsen erfahren möchten, dann abonnieren Sie Niedersachsen TV, um kein Video zu verpassen. Weitere Informationen in der Videobeschreibung.